Hallo und willkommen zurück bei Hafniger Renntrainings. Der ein oder andere mag es vielleicht gerade fragen, auf welcher Rennstrecke wir uns denn hier befinden, aber wer genau hinschaut, wir haben hier einmal die Supermoto bzw. die Kartbahn, einmal das große Fahrerlager und dann natürlich die Motorsportarena Oschersleben, die Rundstrecke, auf der heute unser 6. Cuplauf des Hafniger Cups ausgetragen wird. Wir wünschen euch natürlich wieder viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt dran! 1:33.632 war die schnellste Zeit im Qualifying der 600er, gefahren von Daniel Schwarz. Ein Hundertstel nur dahinter, Marco Lippert vor Bechtloff, Seiki und Einberger. Allgemein ein sehr starkes Starterfeld in der 600er Klasse. Bis hin zu Platz 12 sahen wir 35er Rundenzeiten. Start ins Rennen hatte Marco Lippert, die Führung konnte er leider nicht lange halten mit dem Ersatzmotorrad von seinem Bruder Dennis, das er notgedrungen aufgrund eines Sturzes im Qualifying nutzen musste, kam er leider nicht so zurecht, konnte seine gewohnte Pace nicht gehen und wurde daher nach der zweiten Runde schon wieder sehr weit durchgereicht. Die Führung nach den ersten Runden übernahm Dennis Seiki vor Daniel Schwarz und Lars-Gerrit Wozniak, zu diesem Zeitpunkt leider Sturz bei Jakob Bechtloff. Auch heute leider nicht sein Tag. Wir hoffen, dass die Pechsträhne bei ihm in den nächsten Rennen am Slowakiering auf jeden Fall einmal abreißen wird. Spannung auch hinter der Führungsgruppe. Im Kampf um Platz Nummer 4 spielten 7 Fahrer mit. Hier konnten wir fast von Bedingungen wie in der Moto 2 sprechen. Diese Führungsgruppe führte nach Runde 3 der von der Spitze zurückgefallene Marco Lippert an. Mit konstanten 34er Zeiten war es dann aber Jörg Einberger, der zuerst vorbeiging. Hinter Lippert lag nun ein Altbekannter aus dem Vorjahr. Christoph Weber kommt mit seiner alten ZX6R immer besser zurecht und hat nach vielen Problemen endlich wieder Spaß beim Fahren und konnte so wieder vorne mitmischen. Gereicht hat es am Ende für Weber für den 6. Platz. In der letzten Runde musste er sich nach einem spannenden Kampf mit Uwe Geist leider geschlagen geben. Mit frischem Motor dahinter Benjamin Braun vor Matthias Zimmer, Marco Lippert und Stefan Müller auf Platz Nummer 10. Vorne im Feld sahen wir ein altbekanntes Problem beim Leader Dennis Seiki. Die Rundenzeiten in den ersten 3 Runden absolut top, doch danach fehlte leider die Konstanz. Wozniak ging in Runde 5 an Schwarz und Seiki zugleich vorbei und übernahm die Führung. In Runde 7 klopfte dann auch Schwarz an und übernahm Platz Nummer 2. Die freien Runden nutzte Wozniak und drehte richtig auf. Mit einer schnellsten Rennrunde von 1:32.165 und vielen weiteren 32er Zeiten konnte er seine Führung immer weiter ausbauen und sicherte sich auch in diesem Rennen verdient den Sieg. Mit 8 Sekunden Abstand dahinter sah dann Daniel Schwarz die Karete-Flagge vor Dennis Seiki auf Platz 3. Zu meiner Rechten der Sieger der 600-Kubik-Klasse, Lars-Gerrit Wozniak, vom 6. Startplatz ins Rennen gegangen, Lars. Dann nochmal richtig Zeit gut gemacht. Die Quali-Zeit war eine 34.1, meine ich, und jetzt im Rennen sogar eine 32.1 gefahren, knapp an der 31er Zeit vorbei. Wie kam dieser Leistungsschub? Ich bin im Training halt immer mit den abgelutschten Reifen gefahren, die ich hatte, weil ich leider keine neuen immer kaufen kann. Ja, und fürs Rennen halt hinten 9. Das gab nochmal die gewisse Zeit, die da jetzt stand. Sehr schön, war auf jeden Fall sehr, sehr geil anzuschauen. Wir hätten dir alle die 31er Zeit gegönnt, aber wir haben ja noch einen Lauf in Oschersleben und da hoffen wir mal, dass die Wetterbedingungen auf jeden Fall auch wieder mitspielen. Heute war es super schön trocken und von daher würden wir sagen, am Slowakiering wird wieder angegriffen, 2 Läufe stehen aus. Viel Glück. Danke, danke. Wozniak übernimmt mit seinem Sieg somit die Tabellenführung mit 3 Zählern vor Daniel Schwarz. Dahinter konnte Seiki einige Plätze gut machen aufgrund der Ausfälle seiner Mitstreiter Bechtloff und Heinze. Die Nase vorne bei den 57ern hatte in der Startaufstellung Emil Bottek. Mit einer Zeit von 1:34.564 stand er auf Position Nummer 1. Dahinter der Sieger aus der Lausitz Marius Haag vor Kiepke, Priesmeier, Töbel
und Christian Knopf auf P6. Mit einem Bombenstart stürmt Marius Haack nach vorne und lässt Polesetter Bottek erst einmal out aussehen. Auch Priesmeier kommt richtig gut weg und zieht an der Startnummer 85 vorbei. In Runde 4 übernahm er dann die Führung vor Marius Haack. Lauerstellung ab Position 4, Steffen Kiepke, Christian Knopf und Alexander Töbel. Christian Schlag, der sehr stark ins Rennen gestartet ist und mit 35er Rundenzeiten glänzte, konnte diese Pace leider nicht mitgehen und musste ab Runde 5 abreißen lassen. Der Schlag ging es um die letzten Top 10 Plätze zwischen Schlüter, Klump, Lenzner und Küppers heiß her. Küppers mit seiner 959 verlor die Zweikämpfe jedoch und musste sich mit Rang 11 begnügen. Dominiert bis zum Schluss hat diese Gruppe Jens Schlüter. Seine Rundenzeit konnte er bis Rennende immer weiter verringern und hatte bei Zieleinlauf einen Vorsprung von 5 Sekunden. Dahinter auf Position 9 Rainer Klump, nur einen Wimpernschlag entfernt, Kai-Oliver Linska mit seiner F3 auf Platz 10. Die Spitze des Feldes bot sich uns, wie von den 750ern gewohnt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Emil Bottek, der zuletzt in Most siegreich war, spielte seine Zweikampfstärke in den letzten Runden des Rennens aus und konnte alle Angriffe von Priesmeier abwehren. Man of the Day und Sieger der 750er-Klasse somit Emil Bottek. Platz 2 und wichtige Punkte gehen an Ludwig Priesmeier. Auch Christian Knopf gab richtig Gas und wollte unbedingt auf das Podest, doch Marius Haack verteidigte Platz 3 und fuhr somit wieder auf das Podium. Und zu meiner Linken, Emil Bottek, es hat endlich wieder gereicht, Sieger der Klasse 750 Kubik. Vom ersten Startplatz ins Rennen gegangen, dann die ersten Runden waren, denke ich, etwas schwierig, weil auch deine Kontrahenten richtig nochmal angezogen haben. Am Ende hat es dann aber doch für den Sieg gereicht. Wie war es für dich? Es war ein sehr schwieriges Rennen. Der Ludwig ist bombastisch gestartet, hat mir auch das Leben sehr schwer gemacht, bis in die letzte Runde. Hat ihnen versucht, in Hotelkurven hinten vorbeizufahren, hat ganz kurz entschlossen nochmal innen selbst reingehalten und ja, der Sieg ist rausgekommen. Ja, bin aufgrund meines Alters doch zufrieden, dass ich die Jungs noch unter Kontrolle habe. Ich denke, das kannst du auf jeden Fall sein. Bei einem Blick auf den Gesamtstand sehen wir auf jeden Fall, dass du der fleißigste Punktesammler bist. Daher auch natürlich verdient die Tabellenführung. Und wir würden sagen, am Slowakiaring natürlich. Zwei weitere Läufe stehen an. Und dann schauen wir mal, dass du dort weiter viele Punkte sammeln kannst. Dankeschön. Emil, mach's gut. In der Gesamtwertung konnte Bottek seine Führung somit ausbauen. 20 Zähler sind es an der Zahl. Bis zum zweitplatzierten Ludwig Priesmeier. Weitere 30 Punkte hinter Louis, Christian Knopf auf Position 3. Dahinter geht es natürlich auch weiterhin spannend zu. Bis zum 9. Platz hat jeder noch eine Chance auf einen Platz in den Top 5. R1 on top, Marc Bornhäuser platziert sein Bike mit einer 1.31.209 auf Platz Nummer 1. Schnell und dicht dahinter auf Position 2, Philipp Schreier vor Andreas Olschenker. Reihe 2 beginnt mit Holger Schubert auf Position 4, Matthias Herrmann auf der 5 vor Daniel Schmitz. 1.33er Zeiten bis hin zum 7. Platz. Chapeau an die Fahrer. Am Start kamen soweit alle Fahrer gut weg, ein paar kleine Wheelies sehen wir hier und der schnellste in der ersten Runde war Andreas Olschenker, der Mann mit der Startnummer 880. Nach Runde 3 setzte sich dann Philipp Schreier an die Spitze des Feldes. Insgesamt eine sehr interessante Truppe dort vorne, ständige Positionswechsel. Gleich geht's an dieser Stelle weiter. Die
Gruppe hinter den Top 4 bestand aus Hermann, Fricke, Jürgens und Schmitz. Auch Alexander Altstädter wieder dabei nach seiner Verletzungspause mit Guido Zemp im Schlepptau. Hinter Christian Kaiser, dieser hatte etwas Mühe, den Speed dieser Gruppe mitzugehen. Trotzdem für ihn wieder ein sehr erfolgreiches Wochenende, welches er mit dem 10. Platz abgeschlossen hat. Viele Positionswechsel später hatte dann Matthias Herrmann in dieser Verfolgergruppe die Nase vorne und belegt den 4. Platz vor Chris Fricke, Marvin Jürgens auf Position 6, vor Daniel Schmitz und dem wiedergenesenen Alexander Altstädter auf Position 8 und Guido Zemp belegt den abschließenden 9. Platz. Zurück zur Spitze. Hier war es auch zum Ende des Rennens hin extrem spannungsgeladen, die ganze Geschichte. Ganz vorne versuchte sich Schubert von Schreier abzusetzen im Schlepptau Marc Bornhäuser. Andreas Olschenka hatte hier einen Big Moment in der Schikane und hatte ein wenig den Anschluss dadurch verloren. Im Versuch, Schubert den ersten Platz wieder abzunehmen, stürzte Schreier leider und das Rennen musste vorzeitig beendet werden. Somit Holger Schubert, Sieger der Cup-Klasse 1000. Zu meiner Rechten Holger Schubert, Sieger der Cup-Klasse 1000. Holger im Qualifying vom 4. Startplatz ins Rennen gegangen, dann nach der ersten Runde auch den 4. Platz verteidigen. Aber wie war das Rennen für dich? Es war ja ein sehr, sehr enges und sehr, sehr spannendes Feld dort vorne. Ich fand das Rennen echt klasse, muss ich sagen. War geil. Ich hatte vorher gar nicht mit gerechnet, da ich ja gestern kleines Missgeschick hatte und dann vom 4. Platz. Ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, einfach nur das Rennen zu Ende zu fahren, aber hat dann beim Start, er hat gut geklappt sogar, bin dran geblieben halt und da habe ich gedacht, okay, hinterher und dann mal sehen, ob ich vielleicht attackieren kann und sowas. Und dann lief es eigentlich doch ganz gut, bin wieder gut reingekommen. Aber heute Morgen hatte ich mich erst nicht so gut gefühlt beim Fahren, aber im Rennen dann klicke und dann ging es irgendwie. Ja, dann freuen wir uns doch, dass wir dich hier wieder vorne auf dem Podest begrüßen durften, ganz vorne natürlich auf Position Nummer 1. Der letzte Sieg ist, glaube ich, her seit Brünn, wenn ich mich recht entsinne. Von daher denke ich mir auch wieder sehr, sehr wichtig, dass man hier mal wieder den anderen Jungs gezeigt hat, was vorne so los ist. Das Rennen musste leider frühzeitig beendet werden aufgrund eines kleinen Sturzes. Dennoch, sehr verdienter Sieg. Wir wünschen dir auf jeden Fall am Slowakiering weiterhin viel Erfolg. Danke, wir sehen uns. Im Gesamtklassement führt Schubert mit 9 Punkten Vorsprung auf Marc Bornhäuser. Eine große Lücke dahinter zu P3, auf der wir Andreas Olschenka sehen vor Matthias Herrmann. Chris Fricke dahinter ebenfalls wieder auf Position 5. Jetzt in diesem Augenblick haben wir noch zwar Samstag, den 15. Juli, ich hoffe aber, wenn ihr das Video guckt, was definitiv danach sein wird, dass die Rennen natürlich trocken geblieben sind. Im anderen Fall hoffe ich natürlich, dass im Regenrennen trotzdem viele Teilnehmer an den Start gegangen sind, denn die Wettervoraussichten sind noch ein bisschen ungewiss. Trotzdem hoffen wir natürlich wieder, dass ihr viel Spaß beim Zuschauen hattet und sagen, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.